Oh, wir sind ja schon online. Stichwort nervige Tattoo-Kunden. Hallo, ich bin der Stefan vom Tempel. Mein Bruder und ich, wir haben den Tempel München 2007 gegründet, sind bis heute rund 6000 Arbeitstage. Ein Dutzend Tätowierer ist ungefähr bei uns beschäftigt. Dementsprechend hatten wir die letzten Jahre die eine oder andere Tattoo-Besprechung und auch die eine oder andere Kundenerfahrung. Und wisst ihr, was mich rückwirkend am meisten und in letzter Zeit ganz, ganz verstärkt aufregt? Das ist nicht die Frage, was kostet ein Tattoo oder wie schmerzhaft ist ein Tattoo oder ja, wie lange dauert ein Rückentattoo oder warum ist ein Tattoo auf der Brust mal in einer Stunde fertig und manchmal dauert 7 Stunden und dementsprechend dann noch teurer. Das sind alles Fragen, die halte ich für vollkommen legitim. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind es ja Fragen, die sich jeder von uns irgendwann mal gestellt hat. Und ich bekenne mich, das sind auch genau die Fragen, die ich vor rund 30 Jahren meinem damaligen Tätowierer gestellt habe. Gut, damals gab es noch kein Internet, um sich im Vorfeld schlau zu machen, aber trotzdem. Ich muss sagen, es geht mir einfach tierisch auf den Senkel, wenn überwiegend irgendwelche Neutätowierer oder Tattoo-Azubis sich genau über solche Kundenfragen lustig machen oder von denen genervt sind oder uns auf irgendwelchen Messen und noch besser auf Social Media der ganzen Welt erzählen, wie genervt sie denn eigentlich von diesen Kundenfragen oder, sagen wir es wie es ist, von ihren Kunden sind. Ich bin da auch ganz ehrlich, bei uns sind diese Fragen sehr, sehr wenige geworden. Früher hatten wir sehr viele davon. Und bei jeder Frage, die kam, haben wir halt dann ein neues Video gemacht oder einen neuen Artikel dazu geschrieben. Gibt sehr, sehr viele Artikel auf unserer Homepage. Und dementsprechend hören wir jetzt immer öfter von Kunden, die zu uns kommen, hey, musst mir eigentlich gar nicht so viel erklären, weil das meiste habe ich dazu im Vorfeld schon auf eurer Homepage gelesen. Freut mich persönlich übrigens immer sehr, weil ich 90% von den Artikeln auch geschrieben habe. Aber auch wenn das mal nicht der Fall ist und der Kunde sich im Vorfeld nicht die Zeit genommen hat, um auf unserer Homepage zu lesen oder sich nicht perfekt informiert hat, hey, so what? Der kommt zu mir ins Studio und möchte sich von mir beraten lassen für etwas, was er den Rest seines Lebens auf der Haut trägt und vertraut uns sein größtes menschliches Organ, nämlich die Haut, an. Ganz, ganz ehrlich, ich fühle mich da nicht genervt, sondern ganz im Gegenteil sehr geehrt. Und jetzt bin ich auch ganz ehrlich, die Antwort, was die nervigsten Kunden sind, die kommt nicht, weil mich nerven unsere Kunden nicht. Und wenn andere Tätowierer die Kunden oder diese Fragen nerven, ganz, ganz easy, schickt sie einfach zu uns. Ich beantworte ihre Fragen sehr, sehr gerne. Habe die Ehre, der Stefan vom Tempel.